respektlosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Killua gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager. Sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux? Wenn wir Ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf Ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Mögen Sie in Frieden ruhen. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair. Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisung. Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen.
Vielen Dank, Sir. Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, dass wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut, ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot wie Royal Gunner Harless zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. Jawohl, ja. Und damit herzlich willkommen zur Wiederhand bei Commander 3. Als Aufnahme sowie auch als Stream. Ich will noch einmal den Schwierigkeitsgrad erhöhen und mal gucken, ob ich das schaffe. Aber vorerst einmal werde ich
Da ich zwischendurch so eine spezielle DOSBox-Version ausprobiert habe. Mit Pixel Perfect, was hier leider nicht so funktioniert, weil das Seitenverhältnis dann nicht wirklich mehr passt. Aufgrund dessen, dass das dann eine ältere DOSBox-Version war, hier eine Sache. Eigentlich wollte ich was korrigieren. Ich glaube, das greift ja eigentlich eh nicht mehr. Das lief eigentlich schon mal schöner. Oder das täuscht, weil Wing Commander 4 tatsächlich so viel besser ist, auch im Sound und Bild. Er steht ja eigentlich auf Auto und das funktioniert ja eigentlich auch mit am besten. Aber ja gut. Aber ich muss hier den Buffer wieder erhöhen beim Sound. Mal nehmen. Mal ja mal sehen. Wir werden sehen. Jetzt habe ich mir aufgrund von Tests meine Konfiguration versorgt, wie es am besten gelaufen ist, ja. Okay. Na gut. Ist nicht so optimal, aber was willst du machen? Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolwyn arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, alles schon tausendmal gesehen, zum Glück. Ja, das Knicksen hatte ich vorher nicht, ne? Woran liegt denn das jetzt wieder hier? Vorher hier 30, weil das wird keinen Unterschied machen. Kann ja nur ein Buffer liegen und 21.050. Was könnte es noch sein? Schauen wir mal. Ja, speichere das mal so und jetzt funktioniert bitte wieder wie gehabt hier. Sonst kriege ich einen zu viel. Die Chance mal und lachen uns eins ins Fäustchen über Radio Rowlands. Lieutenant Rawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Der Knabe spinnt komplett. Geh auf sein Spielchen ein. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn Sie hier ehrliche Musik hören wollen, dann wenden Sie sich am besten an Radio Rawlins. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Na ja. Hey, Hobbs! Haben Sie Lust auf ein Spielchen?
Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Was hat er zu verbergen? Da ist was dran. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Sehr überzeugt. So, kennen wir ja das eigentlich schon, ne? Was ich mich frage. What? Achso, ja. Nicht Edit, sondern Exit. Kann man hier nicht so UWP-App-mäßig rahmenloses Fenster als Vollbild machen? Sechzehnachtzig mit 1050 wären ja theoretisch drin, ne? Sechzehnachtzig mal 1050. Lass mal sehen. Das könnte ja das Tearing beheben, ne? Ja, es ist halt von der Höhe halt nicht so doll. Wie bringe ich mal Edit ein statt Exit? Keine Ahnung. Ist zu warm. Bildbereich, der beschränkt sich ja sowieso eher auf ein kleineres Stück. Ja, probieren wir mal 1440 mal 900. Nur mal sehen, ob in den Videosequenzen das Tearing dann weg ist. Mit dem Nachteil, dass man in so einem Fenster spielen muss, ne? Stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Bumm! Das Vieh war bloß noch Katzensteuer. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle.
Frauen stehen auf den Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja, allerdings. Cheftechniker Ray braucht sofort ein Reinigungsteam in seinem... Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. So, jetzt geht's ab hier, ne? Erster Auftrag. Ja, sicher, Sir. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Ja, dann machen wir das mal. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Hobbs? Geht die Post gleich ab, ja? Wir können jetzt starten, Karl. So, wir gehen auf Ass. Mal schauen, ob ich das so auch durchzocken kann, ob ich das schaffe. Das ist ja bei dem Spiel richtig übel, mit dem Schwierigkeitsgrad. Der haut ja richtig rein, ne? Das ist ja alles noch machbar, ja? Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Kann man Farben? Ich würde ja gerne den Hintergrund mal. Falltonfarbe, ja, macht das schwarz genauso drin. Geht das so vermutlich besser? Atmosphäre und so. Ziele erreicht. So, steht ja was. Ist ja alles noch easy. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Na dann.
Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Joa. Wenn er mal hängt, ne? Oh, guten Tag, Sir. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine... Klingt ganz vernünftig. Das ist ein... Ja, möchte den Gitarrenklängen lauschen, seine Bar aufmachen und so weiter. Kennen wir ja alles schon. Da ist mir das Vollbild tatsächlich viel, viel lieber. Mit gewissen Konsequenzen. True. Machst du halt nichts. Wenn es jetzt blöd gelaufen ist, kann ich den Auftrag nochmal fliegen, was? Find ich nicht. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Ja. Danke, Sir. Tja, dann... Ja, alles Cobra. Gut. Fliegen wir mal Cobra wieder. Ich mag die Thunderbolt. Sie kann jetzt starten. Das war nicht so wendig. Das war mal richtig Bums hinter der Bombe. Feind gesichtet, Colonel. Dann kommen wir ran hier. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Nachkommen von Affen. Ja, schon mal. Hier die Abschlussliste, ja? Werden Sie nur Bande. Schön selber. Schwierigkeitsgrad sitzt, ja? Ja. Aufpasst, alles klar. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ich treibe meine Transporter mit Torpedos. Ich
kümmere mich um den Rest. Ich hab den Dreckpack erwischt. Aber die lässt tatsächlich auch zu, weil die echt gut ist. Jawohl, ich hab den Dreckpack erwischt. Einsatzziele erreicht. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Torpedo los. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Jo. Denn? Excalibur. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist, stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Naja, naja. Ja, bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. So, jetzt geht's langsam ab hier. Cobra. Oh, Cullen fliegt noch mit Cobra. Ding mal mit der Kiste hier. Wir können jetzt starten. Das wird im vierten Teil richtig übel, weil das Spiel läuft nämlich noch schneller ab, wie das hier. Das auf Ass zu spielen. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich hab das schon. Vielleicht wäre das auf einmal so leicht. Kommt bestimmt noch. Das wird später wohl anziehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Feind gesichtet, Colonel. Mhm. Alles klar. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ja,
erwischt. Hier ausgestiegen, ja. Ich fahre gleich mal ab hier. Noch mehr Katzenstreu, da bin ich gut drauf. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Jumpbinder und dann haben wir das auch erstmal. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jumpsequenz ein. Jo. Einsatzziele erreicht. Und tschüss. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Ja dann, fliegen wir rein. Was ist denn das eigentlich mit der Musik hier? Extractor des Ultrasound am Start. Man nennt sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen. Hm? Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Da ist was dran. Naja. Gucken wir, dass wir dann mitfliegen lassen. Kann auch ein bisschen rumballern. Wie sieht denn die Abschlussliste aus? Oh, ich spiel schon ganz oben mit hier. So, jetzt wird es interessant, es gibt dieselbe Mission ja nochmal und jetzt müssen wir diese Skipper abwehren. Das wird ja schon eine ganz andere. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Sie haut gleich die Raketen raus. Ballen gebürstet.
ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Bradleys? Gibt's jetzt auch so lange? Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Wir halten jetzt mal eine ganze Ecke mehr aus, ja? Kannst du auch nicht was rein zimmern? Die gehen einfach nicht durch. Ich hammer den da alles mögliche rein, alles was das Ding hergibt. So, jetzt muss auch dieses komische Großkampfschiff da achten. Weil das Ding nämlich diese Skipper abfeuert. Feind gesichtet, Colonel. Das ist korrekt, genau. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Ich muss jetzt darauf achten, dass ich, sobald da so eine Rakete, so eine Skipper raus ist, dass ich die wegknalle. Ziemlich eklig sogar eigentlich. Und da ist er schon unterwegs. Jetzt verschwindet die erstmal. Blöderweise. Da ist er wieder. Jetzt muss ich mich wieder erwischen, dass sie hochgeht. War ja schon mal ganz gut soweit. Ich glaube, dass er die Thunderbolt nehmen soll. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Ja, es hat wohl auch erstmal geklappt. Scheint ja erstmal alles cool zu sein hier auch. Na dann. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. An meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Kannst du auch mal schön mir überlassen, ja? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. So, meinen Abschuss lässt du ein bisschen aufpolieren, ja. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, so, und hier geht ja jetzt durch den Jump Point gleich und dann haben wir es auch schon. Auch nicht schlecht. Oder kenne ich das mittlerweile schon so gut auswendig, dass ich das so gut hinkriege? Jacobus German Voice Actress is hilarious. Welcome to the stream. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Leite Jump-Sequenz ein. Einsatzziele erreicht. Got difficulty as... As you can see.
Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gute Neuigkeiten, Sir. Nach Ihrer Landung machen wir einen Ausflug nach Tamayo, was angeblich völlig katzenfrei ist. Außerdem sollen wir die Excalibur-Testflüge durchführen. Toll, nicht? Take a look if I can for a harder difficulty. And this time it looks very good. Okay. Commander 4, the price of freedom is very hard on veteran. Colonel Blair sounds a little tougher. Okay. I really don't know. Because I just play German. Because I'm German. I like the story of the game. Colonel, wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademie-Tag. Ich weiß, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel? Christopher Blair. Ah, über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Das stimmt. Der Kleine ist ein Klugscheißer. Nur die guten Piloten. Warten wir es ab, ob man auch mal was über sie lesen kann. Excalibur. I want to play this. Sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen. Exactly this. Du weißt, dass das Eigenlob nur stinkt. Three and four are unser very Colonel great. Wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als an eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Sie haben recht. Isn't that the guy from Star Wars? Immer schön nachforschen. Sie haben recht. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. You know the scene, yeah? Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolvin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Push the button. Jetzt geht's rund. Einer muss mir helfen. Arbeiten wir nicht so kräftig. Ich habe Schande über meinen Boden gestreut. Heute bin ich gut drauf.
Heute bin ich gut drauf. So, ja, Pack Dance. We need the Pack Dance. I want to destroy the victory. Without us. But with us, so that one is possible. German School English hier. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Another pack time. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Bam! Running very well. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. No big problems to deal with it. But now we have two packed pants. Now we can stop harder. Nicht machbar ist. You won't hear about my commands. Maniac. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Mitchell? Greifen Sie mein Ziel an. Zu Befehl. So. Und Rafi? Ich um meinen Sieg betrogen. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so friedlich, wie die Konföderierten sagen. Mann, die lügen vielleicht. Sie können jetzt landen. Ach übrigens, Colonel, angeblich haben wir die beste Kampfmaschine der ganzen Galaxie an Bord, doch die setzt nur Staub an, Sir. That's unser bad. Superheld Flash drückt sich vor den Nahkämpfen. I had to see this cozy film. Where are you from, Gogo 469? Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind Flash ja so... Flash won't take apart about the war. Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die sie gekannt haben, in ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. But I must say, glauben Sie, was Sie wollen. All ich habe better Befehle. With a good sound system. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling. But it's auch a big thing too about mastering and recording. Yeah, such older music are a lot better than someone from actual time.
that you can't do anything with a good sound system, because the sound system can't make bullshit better than it is. Diese Excalibur ist ein tolles Schiff. Bitte. Aber wie ich mir schon dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot. Lässt er sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser Mixing funktioniert. Mixing ist another part. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnte rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Junge, das Schiff würde ich gern fliegen. Yeah, we want to try Excalibur. But the thing that you can try with something is work in Audacity. Take a high pass, let me lie, 20 hertz, 36 dB, just filtering frequency bands, you can got out deep bass bullshit, and then is something much better. I don't know why they do this, it's not clean master that you became. You can do some after work and then it sounds better. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Thanks for following. Sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, die Transportschiffe zu zerstören. Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft und zwar schnell. Brausen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs, Sir. Hören Sie. I must talk with her. I think it's because of Six Calibur. Wir erwarten, was startklar und vollgetankt ist. Oh yeah. Now we can go clean up. Cats are good cats. Thank you, Travis, my friend.
Schwarzi. Hey. Landeerlaubnis, TCS Victory. Huhu! Jetzt wissen wir endlich, was die Kiste wirklich drauf hat. Sie können jetzt landen, Colonel. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir unseren Neuen am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Das Schwein ist es nicht. Zeit dem Schwein einen... Aber wenn Sie verlieren... Da-da-da-da. Mr. Eisen. Ich weiß, dass es Sie beide juckt, aufeinander loszugehen. Sir, ich kann doch nicht immer wieder... Normalerweise halte ich überhaupt nichts von solchen blödsinnigen Macho-Spielereien, Colonel. Und was die Teammoral angeht, riskieren Sie viel. Wenn Sie verlieren, werden Sie bei den Leuten hier nicht mehr sehr beliebt sein. Deshalb gebe ich Ihnen einen guten Rat. Zeigen Sie diesem Wicht, wo seine Grenzen sind. In Ordnung, Sir. Yes, Sir. Do it. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Es beißt ins Gras. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Es beißt ins Gras. Mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt? More difficulty on ass. Come on. Oh, rockets are not good here. You can't take him. It's not bad. But you can't only go away. Can't fight. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht.
In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. To load and then I got more tactical. Come on. Jetzt beißt er ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Come on, Mensch. Come on. Wenn ich's mir nochmal überlege, Colonel, mein Einsatzplan liegt in der Kaserne. That's more difficulty, okay. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Mhm. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Really, very hard. Not bad, Kyle. Ich wundere mich wirklich, wie sie zu ihrem guten Ruf gekommen sind. It's taken him. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Mir leicht machen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Jetzt beißt er ins Gras. Ich wundere mich wirklich, wie sie zu ihrem guten Ruf gekommen sind. Jetzt beißt er ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Is shield rebuilt? Okay. It's difficult and you can't get him. That's so easy. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. Mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt's? Okay, then I wait. And this time where you don't have much afterburner. Get the fuel out. Holy shit. Another rocket. Oh, another rocket. And I can't get... He is on zero.
Snake Tactic. You burn all its rockets out. But I can't go without something. Actually, yeah. Oh, come on. Get your fuel out. All of it. Never mind. Okay. But I'm the same problem. Shit. But it looked like they have something for afterburner. Oh. It's too much tactic, it's not... Wenn ich mir nochmal überlege, Colonel, mein Einsatzplan liegt in der Kaserne. That's not that what we want. That's not so easy on this difficulty. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. I had to save some rockets for me. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Beißt ins Gras. Das ist ja wirklich ein Kinderspiel. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Jetzt beißt ins Gras. Das ist ja wirklich ein Kinderspiel. To hit some rockets. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Ja. Yeah. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Colonel, Sie fliegen, als hätte man Ihnen die Flügel gestutzt. Jetzt beißt er ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Rocket. I don't miss it.
Colonel, Sie fliegen, als hätte man Ihnen die Flügel gestopft. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Joystick. Das ist ja wirklich ein Kinderspiel. Ich beiß ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. We need more rockets at this Wenn ich mir nochmal überlege, Colonel, mein Einsatzplan liegt in der Kaserne. Manic. Da, da, da. Ja, Mr. Eisen, das ist okay. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde die Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Wer nicht fliegen kann, muss fühlen. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Autsch. Ich wundere mich wirklich, wie Sie zu Ihrem guten Ruf gekommen sind. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Jetzt beißt er ins Gras. Ich weiß jetzt schon, wer sich zuerst verabschiedet. Mhm. Okay. That was very, very fast. Compare with a veteran. Jetzt beißt ins Gras. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa. Jetzt beißt ins Gras. Nee, mit dem Alter nutzt sich das Talent ab, stimmt? Get your fuel out. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. In Zukunft steuerst du höchstens einen Rollstuhl, Opa.
Ash. Ich rede gleich morgen früh mit dem Captain. Not so easy, but I got it. Glückwunsch, jetzt haben wir einen neuen Superkampfpiloten. Aber gegen die Carruthy zu kämpfen ist trotzdem was ganz anderes. Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auch bei dem Gedanken, dass ihr... Wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Special Weapon for Planet. Blash. Colonel, ich entschuldige mich für das, was mir rausgerutscht ist. Ah, nur für das? Naja, ich kann genauso gut fliegen wie Sie, das weiß ich. Sollen wir nochmal gegeneinander antreten? Nein, ich beweise es Ihnen lieber da draußen. Das heißt, falls Sie mich für gut genug halten, um bei Ihnen mitzufliegen. Ich setze Sie auf die Liste. Sie kriegen Ihre Chance. Genau wie die anderen. Danke, Sir. Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilrathi funkten dazwischen. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt.
Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Gib mir eine Chance. Ich kann das nicht mit ihr riskieren. Gib mir eine Chance. Gib mir eine Chance. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? He looks like maniac. But he won't talk. Colonel, die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie sie ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Sie weiß irgendwas. Ach, die tickt doch nicht richtig. Sie weiß irgendwas. Reden Sie nicht solchen Unsinn. Das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. So, what the next thing here? Können wir gleich zur Sache kommen? Fangen Sie an, Sir. Die Absichten der Kilrathi sind, was dieses Gebiet anbelangt, nach wie vor unklar. Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist es Ihre Aufgabe, die Feinde einzukesseln, wo immer dies möglich ist. Uns geht es darum, Ihnen den Zugang zu den bevölkerten Planeten und diesem Asteroidenfeld zu versperren. Versuchen wir, diese Plünderer für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Wir brechen sofort auf, Sir. Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. So. Try arrow. Let's go to change. You can see. Okay, so good change. Just push. So. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. I can't fly with the Excalibur. Holy shit. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Hat yourself some rockets. Go on, all of them. But this is something like Joker in this game. Okay. Erbärmliche Nachkommen von Affen. More.
horses love meow. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. They are very easy, but now... no, they are not nice. Feind gesichtet, Colonel. Oh yeah. Let's take this stone. Because... Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Instead of it, this way coming Verthes and Darkets. One after one. Geht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Why is my... What does your iron guy... gun on laser? Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! What more? Holy shit. Fireclaw. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! We have to go first. The rockets are my joker. Come on! Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. I don't know. Do it! Holy shit! That's not nice. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. If I ever had the chance. Ouch, 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 ouch. It's really hard. Yes. There's Fireclaw. Ouch, ouch. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen.
Come on. Add some damage. Next one. Add some damage. Aus? Alles bestens, Sir. You got me. My claw is very hard. Okay. Shit. All my weapons for fire. Oh. Feind gesichtet, Colonel. That's not lösen nice. Und angreifen! Ich hol sie mir! Fire Claws. Very hard guy. This we have. I think two parts. One is fire claw in this version, and later we have to do with blood mist. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. What the heck? Why is the afterburner on it? I can't get out of it. Holy shit. What the heck happened here? What? Okay. Then we have to restart it. Afterburner bug. Okay. Not nice, but shit happens. We have to deal with it. So, all target. Okay. Tja. Fly with Cobra. Yeah, there's still this arrow, because I have the most rockets I can get with me. Oh.
anfängt. And again, this hard shit here. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Wenn man es mir leicht macht. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Trittst den Heimweg in einer Kiste an. Du fliegst wie der Affe, der du bist. Fly like the egg, that's one. I think that's a original voice on English, then. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! That combo was really nice. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Thank you.
das schaffe. Dann Pfeil drauf. Und Kopf. Autsch. Oh, auf der Ball ist broke. Oh, bam. That's really hard here. Shit. Okay, no damage. It repairs itself. That's good. Feind gesichtet, Colonel. Oh, shit. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Make an attack. So we have got this destroyer and then the rest. Oh, shit. Den Heimweg in einer Kiste an. Fresse dein Herz und spucke es aus, Terrano! Ja, komm mal, geil. Ich weiß nicht, ob ich das mal habe. Jawohl, ich hab den Dreckfuck erwischt! So, what? Feind gesichtet, Colonel. We have to deal with Fireclaw. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Ziele erreicht. Oh. Hold it. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Sir, mir ist gemeldet worden, dass Blind ziemlich auf die Pauke gehauen hat. Sie will wohl dem guten Maniac nacheifern, hä?
Alles Paletti, Sie können jetzt landen. The secret mission to save land now or later? No, later. Okay. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Diese Planeten habe ich vor Jahren überfallen. Ja, ich weiß. Über die neuesten Meldungen kann ich mich nur wundern. Angeblich haben die Kelrathi vor diesem System kapituliert. Seltsam. Kapitulation. Ich kenne dieses Wort, das aus deiner Sprache kommt, aber ich kann den Sinn noch immer nicht ganz begreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine ehemaligen Kameraden vorhaben. Die Kelrathi sind gefährlich, weil man nie weiß, was ihnen als nächstes einfällt. To do something with our bioweapons. That's the thing. Sie waren schon mal in diesem Sektor, richtig? Es heißt, die Kelrathi wären ziemlich hart mit diesem Planeten umgesprungen. Lokanda ist immer schon heiß umkämpft gewesen. Ich kannte ein abgelegenes Sonnensystem, das diesen Kelrathi vor einigen Wochen in die Hände fiel. Nachdem sie alles zerstört hatten, sind sie nicht einfach weitergezogen. Nein, diese Ungeheuer versprühten dort einen neuen Kampfstoff. Und jetzt ist dieses ganze Sonnensystem mit Gift verseucht. Übel, nicht wahr? Niemand darf dorthin. Ich habe gehört, dass der Sektor unter Quarantäne gestellt wurde. Und niemand verliert ein Wort darüber. Ach, kein Grund zur Beunruhigung. Vielleicht hat er recht. Nichts, was diese Kelrathi machen, kann mich noch überraschen. Aber wenn wir unseren Job anständig verrichten, dann haben diese Wesen keine Chancen. Talk to all. Fangen wir gleich an, Colonel. Ja, Sir. Was die Kelrathi-Operation anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Kelrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel, wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Viel Glück, Colonel. Yes, sir. we can't fly with Cobra. That's not so nice. Flash. I think it's not a good one. Choice. Oh, we can take Maniac. Maniac, Sie fliegen an meiner Flanke. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Weg. One torpedo. So, schauen wir mal. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf.
Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Der shitty bioweapon hier. Einsatzziele erreicht. Okay. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Another one is there. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heiß, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Oh, das Flint Mission. Colonel, in den Luna-Regionen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Lieutenant Robin Peters hat uns seinen Rückkehrbefehl wiederholt ignoriert. Sie ist wohl auf eigene Faust los. Sie will anscheinend einen Privatkrieg führen. Ist es machbar, dass Sie sie holen? Okay. Ich hole Sie zurück, Captain. Let's try. Very good that I have saved my rockets. Den Heimweg in einer Kiste an. Come on, take it, ask me how. Something more. Not nice. Jetzt beißt er ins Gras.
Test Fly Alone. Flint. Safe. Try it another way.
Tja. Okay, ist halt mein Torpedo. Oh, leider. Shit. Jetzt geht's rund. Greifen Sie mein Ziel an! Nicht machbar, Ace. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Oh, I forgot to break an attack. Oh, shit. Heute bin ich gut drauf. Mein Volk wird meinen Tod rächen. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Das ist aber mal richtig hart hier. It's really, really hard here. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Einsatzziele erreicht. Okay. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sir, auf Lokanda 4 werden die ihre Kinder nach Ihnen benennen. Während Sie da draußen waren, hat unsere Abwehr bestätigt, dass die Kirathi-Torpedos Biowaffen waren. Heißt, hä? Sie können landen. Moment bitte, Sir. Captain Eisen will Sie noch sprechen. Colonel. Okay. Let's try this again. Gute Nacht, Miezekatze. Okay.
trittst den Heimweg in einer Kiste an. Das Ding Thing Down. The Mission ist Safe Flynn. Oh shit. But I have to take down the Dreyfus and so. Das ist aber richtig hart, ja. Mann, Mann, Mann. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an.
Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Thank you.
aus? Alles in Ordnung. Alles klar. Kommst du selber nicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Es ist kaum zu fassen, Sir. Cobra hat es geschafft, Flint zu retten. Auf jeden Fall möchte sich Captain Eisen dafür bedanken, dass Sie es auch versucht haben. Sie können jetzt landen. Mhm. Ja, so eine Action aber auch. Bist du okay? Ja. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ah, vergessen wir es. Manchmal geht's mir genauso. Dann würde ich jedem Kirathi am liebsten selbst den Hals umdrehen. Pass auf dich auf. Cobra ist eine gute Kämpferin. Sie hat zu viel riskiert. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Sei nicht zu hart zu mir. Gib ihr Flugverbot. Wenn man Krieg führt, muss man Ausnahmen machen. In Friedenszeiten würde ich Ihnen sofort Flugverbot erteilen. Ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Wagen Sie es nicht, noch einmal so etwas zu tun. Ich werde mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Ich stelle mal bis zum nächsten Mal.